Lux, die Lady des Lichts. Geboren als eine der angesehenen Kronwachts der Musterfamilie demasianischer Pflichterfüllung, war Luxanna zu Großem bestimmt. Sie wuchs als einzige Tochter der Familie auf und fand umgehend Gefallen an der vorzüglichen Ausbildung und den prachtvollen Banketten, die für Familien, die in so hohem Ansehen wie die Kronwacht standen, zum guten Ton gehörten. Während Lux heranwuchs, wurde augenfällig, dass sie über die Maßen begabt war. So konnte sie Streiche spielen, bei denen die Leute glaubten, Dinge gesehen zu haben, die gar nicht existierten. Sie konnte sich direkt vor den Augen anderer verbergen. Irgendwie war sie in der Lage, arkane Zaubersprüche, schon nachdem sie nur ein einziges Mal das Wirken der Magie beobachtet hatte, in ihren Einzelheiten wiederzugeben. Sie wurde als Wunderkind gefeiert und gewann die Zuneigung von Regierung, Militär und dem Volk Demacias gleichermaßen. Sie war eine der jüngsten Frauen, die je von der Akademie der Magie geprüft wurden. Und so entdeckte man bei ihr eine einzigartige Fertigkeit, mit der sie die Mächte und Kräfte des Lichts befehligen kann. Die junge Lux sah dies als großartiges Geschenk an. Etwas, das sie annehmen und dazu verwenden musste, Gutes zu tun. Als es ihrer einzigartigen Fähigkeit gewahr wurde, rekrutierte sie das demasianische Militär und bildete sie für verdeckte Operationen aus. Schnell wurde sie für ihre waghalsigen Unternehmungen bekannt. Wobei die gefährlichste fraglos jene war, bei der sie sich weit in den Kammern des Oberkommandos von Noxus wiederfand. Sie beschaffte wertvolle Hintergrundinformationen über den Konflikt zwischen Noxus und Ionia und erwarb sich dadurch bei den Demacianern und Ioniern gleichermaßen großen Respekt. Mit Aufklärung und Überwachung jedoch konnte sie nicht wirklich viel anfangen. Als Hoffnungsschimmer ihres Volkes lag Lux wahre Bestimmung innerhalb der Liga der Legenden, wo sie in die Fußstapfen ihres Bruders treten konnte und ihre Gaben zur Inspiration aller Bewohner Demacias entfalten konnte. Ihr wegweisendes Licht ermüdet die Feinde, doch am meisten Sorgen sollten sie sich, wenn es erlischt.